ist hier die Mavi. Heute zeigen wir euch den Colton Zopf. Zuerst zieht ihr einen Scheitel von Ohr zu Ohr auf jeder Seite. Bindet ihr hinten zu einem Pferdeschwanz. Wenn ihr auch so viele fliegende Haare habt, nehmt einfach die Wasserspritze und sprüht die Haare noch mal ein bisschen an. Dann kann man die fliegenden Haare schön mit einkämmen. So sieht das dann aus. Nehmt ein Haargummi. Euren Zopf auf der Höhe, wo ihr den gerne haben wollt. Macht ihn nicht so hoch, weil je tiefer der Zopf ist, desto mehr sieht man nachher von den Kordeln. So, jetzt müsst ihr sprühen die Haare noch mal ein bisschen an. Zeigt ihr hier oben eine mittlere Partie ab. Mittlere Partie steckt ihr euch jetzt mal erst auf den Weg. Dann zieht ihr euren zweiten Scheitel einfach gerade rüber. So, jetzt habt ihr eine obere und eine untere Partie. Die obere könnt ihr dann auch einfach mit einem Clip so lange auf den Weg klippen. Jetzt hier oben festmachen. Und hier fangt ihr jetzt an, eure erste Kordel zu drehen. Sprüht ihn noch ein bisschen an. Und zwar ist das ganz einfach. Ihr nehmt hier vorne, fangt ihr an, nehmt ein kleines Stückchen Haare und dreht die in eine Richtung. Ich hoffe, man kann das sehen. Und sobald ihr zurückgeht, nehmt ihr immer von oben und unten ein paar Haare dazu. Geht eigentlich ganz automatisch. Wenn euch ein Stück nicht gefällt, könnt ihr auch noch mal ein Stück zurückgehen und nehmt noch mal neue Haare dazu, bis ihr alle Haare aufgedreht habt. So. Und dann dreht ihr hier den Rest immer weiter in eine Richtung, bis ihr hinten angekommen seid. Dann kippt ihr die erste Kordel, kippt ihr diese lange fest. Holt euch die zweite Strähne, nehmt sie nochmal durch und dreht die auch wieder zu eurer Kordel. Wieder vorne anfangen und ich drehe sie jetzt nach oben und nach oben drehen. Immer wieder Haare von oben und unten dazu nehmen, bis keine Haare mehr da sind und weiter kordeln, 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 kordeln,
bis ihr hier hinten da angekommen seid, könnt ihr den Clip festmachen. Und jetzt macht ihr eure obere Strähne ab. Nochmal durchkämmen. Das holen wir jetzt auch nochmal an. Nehmt die dabei schon so ein bisschen zurück, weil die soll ja auch gleich zurückgedreht werden. Und dann nehmt ihr euch hier oben die ersten Haare und dreht. Und immer Haare dazu nehmen. Den Kopf ein bisschen nach vorne machen. Den Kopf ein bisschen nach vorne, kann man besser sehen. Danke. Drehen, 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 bis ihr hier oben angekommen seid. Und dann dreht ihr die Kordel weiter zurück. Verschlafen hat, macht es nochmal auf. So. Jetzt nehmt ihr ein Haargummi, macht euren Clip raus und befestigt eure ersten drei Kordeln mit dem Haargummi. Jetzt die andere Seite auch noch gekordelt. Jetzt könnt ihr den Clip losmachen und macht noch ein Haargummi noch mal um alles drum. So, jetzt könnt ihr noch euch ein Haargummi aussuchen oder macht ein Band drum, was ihr möchtet. Jetzt machen wir hier die Haargummis drum. Den Igel hat die Mavi sich ausgesucht. So, dann machen wir den Zopf kämmen. Und dann sind die verkordelten Zöpfe fertig.